Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Brownie und heute habe ich etwas, was schon sehr lange überfällig ist, die Zymer 131R in der Gen 5. Wie sich diese Pistole auf dem Spielfeld verhält, das seht ihr jetzt im Video. Kommen wir nun zu den Eckdaten der Zymer. Ja, wie für eine Pistole üblich ist sie nicht besonders groß, gerade mal 210 mm misst sie. Ihr könnt natürlich einen Tracer oder einen Schalldämpfer raufmachen, um sie länger zu machen, wenn ihr was kompensieren müsst. Bei Bugatti ist sie verfügbar in zwei unterschiedlichen Farben, Schwarz und Tan. Sie wiegt gerade einmal 690 Gramm, ohne Magazin natürlich, und hat eine Energie von ca. 0,35 bis 0,4 Joule. Der Anschlussstecker, der verbaut ist, ist ein Mini-DIN. In der Schachtel findet ihr neben der Airsoft auch noch ein Magazin, ein Metall-Low-Cap-Magazin mit 29 Schuss Kapazität, einen dazu passenden 11,1 Volt Lipo, einen Reinigungsstab und einen Speedloader. Außerdem liegt auch noch dieses USB-Ladegerät dabei. Das kann man vielleicht für ein paar Mal verwenden. Auf lange Sicht würde ich aber euch auf jeden Fall nahelegen, steigt hier um auf ein normales Ladegerät, also zum Beispiel dieses B6 Ladegerät, und kauft euch die entsprechenden Adapter, also zum Beispiel von Mini-DIN auf DIN-T oder Mini-TAM, damit ihr hier den Akku anschließen könnt. In der AEP ist ein Messinglauf mit einem Indochmesser von 6,03 mm und einer Gesamtlänge von 110 mm verbaut. Die Hop-Up-Unit hinten dran ist von Bugatti nachgerüstet worden, und zwar ist es eine Bugatti CNC Pro Hop-Up-Unit, die stufenlos verstellbar ist. Dazu aber noch später mehr im Video. So, kommen wir mal zu dem Inneren der Airsoft. Im Wesentlichen haben wir relativ einfache Komponenten verbaut. Der Zylinder hier zum Beispiel ist aus Kunststoff gefertigt mit einem O-Ring. Der Piston ist auch aus Kunststoff gefertigt, inklusive der Zähne, bis auf den letzten, der ist nämlich mit Stahl verstärkt. Und der Piston hier selbst ist ebenfalls nur aus Kunststoff mit einem O-Ring. Das eigentlich Besondere, was hier bei der AEP nachgerüstet wurde, ist das EFCS. Und zwar haben wir hier das Bugatti AEP Core, das sich auch programmieren lässt und aktiv Jams verhindert. Auf die Programmierung werde ich später auch nochmal eingehen. So, kommen wir nun zur Optik und Verarbeitung. Ich meine, die Zymer hat sehr viele schöne Details. Wir haben hier zum Beispiel den Griff hier schön geriffelt in einem schönen Schlangenmuster, oder wie man das bezeichnen möchte. Darüber hinaus hat der Metallschlitten hier oben auch noch sehr viele Details, die das Ganze natürlich optisch abheben. Hier vorne die Mündungsbremse hat hier so ein geriffeltes Drehstück. Hier oben haben wir so ein kleines Fenster, wo wir das Messing drunter sehen können als netten Akzent. Und wir haben hier auf dem Absehen noch so weiße Markierungen, die, soweit ich das feststellen konnte, jetzt nicht leuchten in Dunkelheit, was natürlich noch schön wäre. Hier wurde ein bisschen gepatzt tatsächlich mit der Farbe bei Vollauto. Im Großen und Ganzen ist es aber sehr gelungen von der Verarbeitung her. Die Nahtübergänge sind zwar sichtbar, aber kaum spürbar. Wir haben die Spalte, die alle sehr regelmäßig ausfallen und auch klein sind. Und wenn wir hier so das Ganze irgendwie so versuchen, das Metall gegen Kunststoff zu verdrehen, hören wir auch kein Knarzen. Natürlich muss man anmerken, der komplette untere Body ist Kunststoff, der Metallschlitten hier oben ist aus Metall. Und dafür kriegt sie von uns alles in allem 8 von 10 Punkten. Kommen wir nun zur Funktionalität der Bedienelemente. Zunächst einmal der Sicherungsschalter. Ja, Schalter in dem Fall auch wirklich, weil es ist nur dieser
Schieber hier an der Seite. Ich meine, das ist sehr typisch für Zimmer AEPs. Ich meine, ja, es erfüllt den Zweck. Schön ist es jetzt nicht unbedingt. Aber das blockiert auf jeden Fall, soweit ich das beurteilen kann, mechanisch den Trigger und ist recht zuverlässig. Auf der anderen Seite haben wir dann den Feuerwehrhebel. Hier können wir zwischen zwei unterschiedlichen Modi wählen. Normalerweise wäre das Semi und Burst oder Vollauto. Da wir hier aber programmieren können, was ich auch gleich noch zeigen werde, haben wir natürlich mehr Auswahl. Der Abzug entsprechend lässt sich sehr gut betätigen, hat auch einen gewissen Widerstand und man hat doch ein gewisses Gefühl dafür, wann sich der Schuss lösen wird. Der Mag Release ist auch nur einseitig ausgeführt, wie die anderen Bedienelemente, hat auch einen guten Widerstand, also es ist, also was mir furchtbar wichtig ist, ich hatte das nämlich bei meiner ersten Zimmer AEP das Problem, dass wenn ich ein bisschen gegen den Mag Release gekommen bin, dass der sofort durchgedrückt hat und das Magazin rausgefallen ist, hat mich 3 Magazine gekostet, bis ich das bemerkt habe. Auf jeden Fall hat er hier entsprechenden Widerstand und das Magazin bleibt so lange drin, bis man auch wirklich will, dass es rausfällt. Dann die Hop-Up Unit, an die kommen wir ganz easy ran, indem wir einmal hier hinten auf den Metallschlitten drauf drücken und dann können wir hier den Metallschlitten abnehmen und haben dann hier das kleine grüne Rädchen und haben hier auch eine schöne Markierung mit Plus und Minus und können entsprechend das Hop-Up erhöhen oder ja, runtersetzen, je nachdem wie wir es einfach brauchen. Gut, und damit kommen wir dann auch schon zur Programmierung vom EFCS. Bei der Programmierung gibt es 4 unterschiedliche Modi, die ich jetzt hier einblenden werde. Also wir haben hier einmal Semi-Burst Vollauto, was standardmäßig eingestellt ist. Dann haben wir Semi und Auto, Semi-Burst und wie es auch immer Semi-Semi. Wieso man das auch immer bei einer AEP haben möchte. Auf jeden Fall, um jetzt in den Programmiermodus zu wechseln, brauchen wir erstmal den Akku und dann müssen wir unseren Mikroschalter suchen für die Feuermodi. Der sitzt hier hinten links. Laut Anleitung kann man hier angeblich eine 6 mm BB reinquetschen. Ich habe sie beim besten Willen nicht reingebracht und da ich jetzt auch nichts kaputt machen will, habe ich mir ein Stück Pappe zurechtgefaltet und das stecke ich jetzt hier einfach schön rein, dass es diesen Schalter betätigt. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich werde den Akku anschließen und werde den Abzug innerhalb von 3 Sekunden betätigen. Und dann wechseln wir in den Programmiermodus. Das ist dann dadurch erkennbar, dass der Motor kurzzeitig vibrieren wird. Und dann sind wir im Programmiermodus. Anschließend wird das EFCS die verschiedenen Modi durchwechseln. Und das wird dann auch wieder durch Vibrieren erkennbar sein. So, ich schließe an. Ich betätige Abzug. Wir sind im Programmiermodus. Man hat das Vibrieren gehört. Modus 1. Modus 2. Modus 3, Modus 4 und jetzt am Schluss geht es wieder zurück auf den ersten Modus. So, jetzt möchte ich aber den Modus ändern, das heißt ich trenne auch mal kurz ab, stecke wieder an, gehe wieder in Programmierung. So und jetzt wollen wir den dritten Modus auswählen, Semi und Burst. So, jetzt haben wir die 2 und jetzt kommt die 3. Abzug betätigt, Programmierung geändert, einmal abstecken. Und wenn wir jetzt die Airsoft wieder anschließen, jetzt einfach mal hier den Abzug betätigen, dann sollte es jetzt auf Burst schießen im Vollautomodus. Und wenn ich jetzt hier nicht betätige, ist es Semi. Hat geklappt. Wunderbar. Und natürlich können wir das so jederzeit auf jeden anderen Modus ändern. Das ist eine sehr schicke Spielerei und zusammen mit den ganzen anderen Bedienelementen kriegt sie dafür bei uns im Punkt Funktionalität 8 Punkte. So, kommen wir nun zu den Magazinen. Bei den Magazinen können wir natürlich die Low Cap Max, wie schon eins beiliegt, nutzen. Die haben 29 Schuss Kapazität. Ist also jetzt nicht so viel, das heißt, wenn man Pistol-Only spielen möchte, bräuchte man entweder sehr viele davon oder man greift zur zweiten Möglichkeit, man verwendet ein Mid-Cap-Magazin. Die sind aus Kunststoff und fassen 80 BBs, stehen dann im Endeffekt hier unten ein bisschen raus. Ich habe jetzt gerade meins leider nicht gefunden. Und die funktionieren auch einwandfrei. Damit man diese natürlich etwas leichter laden kann,
gibt es auch auf 3D-Druckerforen so tolle Gadgets. Die werden hier einfach gedruckt, auf den Speedloader gesteckt und dann kann man hier die Magazine einfach anschließen und ganz bequem befüllen. Ja, und das war es auch eigentlich mit dem Magazin. Mehr Auswahl gibt es nicht, mehr wird auch nicht kommen, denke ich. Lebt damit. So, damit die Pistole jetzt auch was macht, braucht sie natürlich einen Akku. Und diese Zymer Gen 5 hier ist sehr gnädig, denn sie gestattet uns nicht nur die Verwendung von 7,4 Volt Lipos wie in der Vergangenheit, also die Vorgängermodelle, sondern wir können auch 11,1 Volt Lipos verbauen. Das sind hier so AEP-Lipos, die gibt es in jedem größeren Airsoft-Shop, zum Beispiel Bugatti hat die auch verfügbar. Und ja, die bauen wir jetzt einfach gleich mal ein. Anmerken möchte ich jetzt aber hierzu nochmal, wenn man sich die zwei im Vergleich anguckt, der 11.1er ist ein gutes Stückchen länger und auch ein bisschen dicker. Und das macht es jetzt dann auch gleich schwieriger beim Einsetzen. Ans Akkufach kommen wir ganz leicht ran, hier hinten draufdrücken auf den Metallschlitten und schon kann man ihn entfernen. So, um den Akku jetzt einzulegen, empfiehlt sich auf jeden Fall schon im Voraus sich Gedanken zu machen, wie man die Kabel legt. Ich lege jetzt zum Beispiel das weiße Kabel hier schon mal auf die andere Seite durch und drücke dann den Akku im Nachgang rein. Mit Gefühl. Zwar mit Kraft, aber mit Gefühl. So. Oh, der sitzt an der falschen Stelle. Den hole ich mal kurz mit dem Imbus raus. So. Schon besser. Und dann schließe ich noch den Mini-DIN an. Vibriert, einwandfrei. Machen wir den Deckel wieder drauf. Klappe zu, Affe tot. In dem Fall funktioniert alles einwandfrei. Wunderbar. So, jetzt nochmal ganz kurz zum 7.4er zurück. Dazu entferne ich jetzt erstmal den 11.1er. Dafür muss ich jetzt aber auch wieder ein bisschen mit dem Imbus nachhelfen tatsächlich, weil das alles wirklich sehr eng sitzt. Also wenn ihr hier Werkzeug einsetzt, dann bitte nicht scharfkantiges und sehr vorsichtig. Der 7.4er passt super rein, hier hat massig Platz, also es ist super bequem, den einzusetzen. Allerdings haben wir ein Problem festgestellt mit dem 7.4er bereits auf dem Feld. Wenn wir jetzt hier schießen, dann schaltet die, wenn wir schnell hintereinander triggern, tatsächlich auf Störung. Also das EFCS sagt, irgendwas läuft hier nicht, vielleicht ein Jam, ich schalte mal ab. Und das ist ganz toll, wenn man auf dem Spielfeld steht und gerade auf den Gegner schießen will, wenn die abschaltet. Von daher würde ich auf jeden Fall empfehlen, benutzt direkt einen 11.1er. Der ist zwar schwieriger einzusetzen, lohnt sich aber in dem Fall wirklich und zwar auch, weil er eine höhere ROF erzeugt im Vollauto. Zusammengefasst muss man sagen, ja, Akkus auswahlbeschränkt, Magazine auswahlbeschränkt, Magazine muss man nacharbeiten, Akkus 7.4er macht Probleme, der 11.1er geht streng rein. Da kriegt sie von uns leider nur 4 von 10 möglichen Punkten. Reden wir nun mal über das Handling. Ich meine, es ist eine Pistole. Es ist auf jeden Fall handsamer als ein MG. Im Wesentlichen, die Bedienelemente der Pistole sind, wenn man sie in einer Hand hat, allesamt gut zu erreichen. Das Einzige, wo ich ein bisschen Bedenken hätte, wäre jetzt der Sicherungshebel. Da muss man vielleicht ein bisschen hingucken, dass der auch wirklich nach ganz hoch rutscht. Nicht, dass es dann die Überraschung gibt, dass man einen Gegner vor sich hat und man will drücken und dann ist die Sicherung noch drin. Ja, Feuerwehrhebel, alles gut erreichbar. Kein Problem. Man kann sie ja auch logischerweise in beide Hände easy peasy bequem benutzen. Was ich allerdings anmerken möchte, sie ist sehr leicht, verglichen mit Gaspistolen logischerweise. Allerdings haben wir den Metallschlitten, der dann doch einiges an Gewicht beisteuert, eigentlich den Großteil des Gewichts, zumindest fühlt es sich so an. Denn wenn ich sie so ja, rumfuchtel, ist es irgendwie sehr kopflastig. Also ich weiß nicht, fühlt sich komisch an. Also bei Gaspistolen fühlt sich das angenehmer an, muss ich, oder bei den reinen Kunststoff-Zymers fühlt sich das angenehmer an, wenn ich jetzt hier so Bewegungen ausführe. Auch der Griff ist hier bei der 131er-Variante ein bisschen zu klobig für meinen Geschmack persönlich geraten. Also ich finde das fast irgendwie ein bisschen zu groß, vielleicht habe ich auch zu kleine Hände.
Ich persönlich habe eine C127, die finde ich liegt ganz gut in der Hand. Kann natürlich sein, dass es jetzt hier einfach mit dem Modell zusammenliegt. Auf jeden Fall in Summe kriegt sie von uns 7 von 10 möglichen Punkten. So, kommen wir nun zur Schussleistung von der Zimmer. Im Großen und Ganzen ist sie top. Wir haben sie nochmal nachgekront mit eingestellten Hop-Up und mit 20er BBs und sie hat also ziemlich konstante 0,42 Joule mit Schwankungen von plus minus 0,015 Joule. Auf kurze und mittlere Distanzen muss ich wirklich sagen, ist sie extrem stark. Also sie kann damit jeder lang Vollauto mithalten, also zum Beispiel eine M4 Vollauto. Ist auch gleichzeitig von der Präzision her ziemlich stark, also relativ wenig Steuerung drin. Man kann die Leute echt gut damit nerven und dafür kriegt sie 8 Punkte. Kommen wir nun zum Fazit zur CM131A Gen 5. Im Großen und Ganzen ist das Ding hier schon ein Top-Gerät. Gerade als Einsteiger würde ich sie als Backup empfehlen, da sie auch das ganze Jahr über nutzbar ist. Und jetzt auch mal unter uns, eine Vollauto in der Größe, mit der man in ein Gebäude rein kann und einfach mal so schnell um die Ecken gehen kann, da kann eine Langwaffe nicht so mithalten, ist richtig stark. Sie kostet 179 Euro und bei uns kriegt sie im Schnitt 7 Punkte. Ist auf jeden Fall von unserer Seite aus eine klare Kaufempfehlung. Wem das Design der C131A jetzt nicht so zusagt oder wen jetzt zum Beispiel stört, dass es also kein direkt passendes Hartschalenhäuschen gibt, es gibt so ein Universalhäuschen dabei, begehrt, aber wer ein direkt passendes möchte, kann natürlich auch andere Modelle nehmen, wie zum Beispiel die C127, auch die gibt es als Gen 5. Einfach mal bei Bugatti in den Shop gucken und dann wird man da auch sicher fündig. Wie gesagt, von uns klare Kaufempfehlung. Damit habt ihr auf jeden Fall richtig Spaß auf dem Spielfeld. Ich hoffe, das Video hat euch heute auch gefallen und war für euch aufschlussreich. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like da, vielleicht auch ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Are you listening? Damn.